Hallo und Hallöchen zum nächsten Let's Play The Binding of Isaac. Wie ihr seht, ich habe einen neuen Bildschirm, neuen Isaac da vorne stehen. Das heißt einfach, es ist schwerer geworden. Das habe ich nämlich letztes Mal hier schön, da ist es. Everything is terrible, just the game just got harder. Sehr toll, vor allen Dingen, weil ich immer noch nicht Dingens besiegt habe. Ich nehme jetzt, Satan, ich nehme jetzt auf einmal einfach mal Madeleine, weil sie einfach ein paar mehr Herzen hat. So, mal anfangen. Ich habe nämlich letztes Mal auch schon schön Moms Herz wieder besiegt. Das habe ich jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Mal besiegt. Und dadurch ist das Spiel irgendwie schwerer geworden. Also bis zu Mom kein Problem, bis zu Moms Herz geht das auch noch, aber danach halt die Ebene mit Satan, das ist dann doch etwas schwer. Mein Schlüssel, ich hoffe mal ein gutes Item. Nee, hier nicht. Wenn es jetzt nämlich nicht ist, bin ich nämlich sehr traurig. Das wäre doof. Aber das Problem an Marlene ist, sie hat zwar schön viel Herzen und den gleichen Damage wie Isaac, aber die läuft ein bisschen langsam. Und wenn du dann noch irgendwie eine Pille hast mit Speeddown oder so, dann kannst du eigentlich das Spiel vergessen. Ja. Sind die Würmer schneller als du und alles andere auch. So, Bomben habe ich nicht, leider. Sonst würde ich hier sowieso alles wegsprengen. Ach nee, komm. Muss jetzt nicht sein. Ja, wie ihr hört, ich habe sowieso immer noch, überall sind diese Steine und ich kann sie nicht, da erstmal hier. Wie gesagt, ich habe immer noch ein Problem mit dem Ton, weil ich Fraps bei dem Spiel nicht ans Laufen kriege. Das funktioniert irgendwie nicht. Jawohl, das ist doch schon mal gut. Ein bisschen Damage ab. 2 Schüsse für so ein Ding, das ist doch besser. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir hier Speed and Range. Das ist auch gut. Vor allen Dingen, weil Madeleine sowieso langsam ist. So, jetzt wollen wir mal direkt mal gucken. Ich glaube, 2 von den Steinen kriegt man nicht. Ich weiß es aber nicht. Hier können wir auch mal direkt sprengen. Da ist sowieso eine Bombe drin. Das geht ja wohl. So, guck mal, direkt noch eine Bombe und noch eine. Das ist ja pornös hier. So, hier werde ich mal, ja, von unten, das müsste eigentlich funktionieren. Jawohl, haben wir direkt. Ich überlege jetzt, nee, komm, halt mal weiter geht's. Ach nee. Ich am Anfang so ein Kackgegner. Naja, mach mal. Zum Glück habe ich gerade den Stein bekommen. Und er rennt seine Fliegen sowieso selbst um. Das ist sehr schlau von ihm. Hier, renn. Los? Ja, ja. Super. Ist sehr dumm. Ja. Also schwer ist er nicht. Der Tod ist schwerer. Und Satan natürlich um Längen. Aber ja, Cube of Meat. Wie immer bei den Reitern. Also weitergehen. 3,5 Minuten für die Stage. Ja, das geht. Ich habe auch schon mal weniger gebraucht. So, aber mit dem Stein, das ist jetzt gut, und mit der Speed und Range, das ist auch ganz okay, da kann man nichts gegen sagen. Der macht den Fliegen. Da haben wir einen. Was ist das denn jetzt? Sorry, da ist mir was vor den Bildschirm geflogen. Es ist ja auch schon dunkel. So, und direkt mal. Direkt mal das nächste Item holen. So, mal gucken. Das ist nochmal Speed und Range. Das ist, hätten wir jetzt nicht gebraucht, aber wie viel haben wir denn jetzt? Naja, naja. Lassen wir mal gelten. Vor allen Dingen, weil wir den Stein haben. Bringt zwar nicht super viel jetzt, aber das funktioniert wohl. Das haut wohl hin. So. Die gehen mir richtig schön auf den Sack, die Dinger. Hey, noch ein Soul Heart.
Ja, okay, mit dem Speed, das ist ganz okay. Das, das kann ich wohl gebrauchen. Vor allem bei solchen schnellen Viechern wie den Zombies nachher. Da kann man ja besser. Ich gehe mal einfach mal in die anderen Räume auch noch. Könnte ja immer schönes drin sein, aber ich glaube, ich habe den Geheimraum hier oben. Der ist da auch. Oh nee, komm. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Vor allem, wenn ich nur zwei Coins habe. Es bringt mir nicht viel, wenn ich da jetzt meine zwei Dinger verballer und da sowieso nichts gewinne. Ich finde ja die Verkaufsräume sowieso besser. So, Trollbomben. Und was gibt er uns? Ein Coin. Das ist nicht sehr viel. Hätte er uns was Besseres geben können. Und hier haben wir. Oh. Ja, nee, komm. Ist klar. Eine Pille. Ich gehe jetzt einfach mal wieder. Ich gehe jetzt einfach mal schon wieder zum Boss. Weil ich glaube nicht, dass da jetzt was Tolles oben im Raum ist. Obwohl möglichst noch so ein Boss oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Die Pille nehmen wir aber mal. Ja. Hm. Haha. Hätte ich mal lieber nicht genommen. Health down. Das ist ja sehr toll. Ich habe extra Madeleine genommen, damit ich Health kriege. Das war jetzt ein bisschen doof. Das war jetzt ein bisschen sehr, sehr doof. Vor allem, weil ich eigentlich in dem Devil Room was kaufen wollte, wenn da einer ist. Ich habe es nämlich jedes Mal auf dem Brimstone abgesehen, weil mit dem, da hatte ich sogar nur noch ein Life, also ein Herz. Und da habe ich das Spiel sogar geschafft mit dem Brimstone. Es ist einfach das ultimative Item. Ich kann es vielleicht gleich mal zeigen, wenn es... Aha! Ja, toll. Jetzt haben wir wieder Life mehr. Jetzt haben wir eigentlich 5 gehabt, aber... So, machen wir mal einen Daumen drücken. Und nee, da haben wir es nicht. Bock auf 7 Cents, das ist aber doof. Das machen wir nicht. Das machen wir weiter. 7 Minuten für 2 Stages. Das ist... Ein bisschen habe ich. Also jetzt könnte man auch was Gutes hier an Items geben. Da wäre ich jetzt sehr erfreut. Habe ich jetzt eigentlich das Item von dem bekommen? Scheiße. Ja, stimmt. Vergessen. Ich habe den Hundefutter bekommen. Auch sehr schmackhaft. Ja, bei den Viechern ist der Speed ganz gut. Obwohl ich jetzt einfach schon irgendwie reinrenne. Ja, komm. Ja, haben wir es doch. So. Die sind sehr unnötig, die Viecher. Da. Einfach null Bock drauf immer. So. Eine Leiter kann ich auch gut brauchen. Und dass die Viecher jetzt schon kommen, da hatte ich auch nicht gedacht. Okay, Stage 3, ne? Ja. Das Spiel wurde ja auch schon schwerer. Das wurde mir ja schon angekündigt hier. Na komm, was ist das denn hier? Ja. Na? Jawohl. So, mal gucken, was hier drin ist. Nee, das ist doof. Das machen wir nicht. Und die Viecher, die sind auch doof. Ohne Gegner wäre das Spiel viel einfacher. Ja, genau. Da haben wir noch was Schönes. Eine Bombe, die können wir gleich mal irgendwo hinlegen. Ich weiß schon wo. Na komm, kotzt dich aus. Na, na. Wieder noch mal. Und zwar hier habe ich mir mal gedacht. Da haben wir aber Unrecht. Dann eben da. So. Entweder jetzt hier rechts könnte das sein. Nee. Hier links hatten wir. Dann und. Ja, ich gehe einfach weiter. Müsste eigentlich noch ein Raum sein. Vielleicht ist das sogar jetzt hier. Hey, Zombies. Nein. Geh weg. Ja, da ist der Speed und Range nämlich sehr gut bei solchen Dingern. Na komm. Geh tot. Ja. Nein. Ja, doch.
So. Ja, jetzt geht's runter, dann ist hier der Geheimraum. Ich hoffe mal, da ist was Schönes drin. Na, komm. Jawohl. Ja. Naja. Eine Bombe. Okay, jawohl, da haben wir den Geheimraum. 8 Münzen habe ich, wenn da jetzt ein paar Münzen rausspringen, mache ich glaube ich sogar. Huch! Mache ich glaube ich sogar die Tür da auf. So, Special Tears. Hier mache ich aber einen kurzen Break. Bis zum zweiten Teil.